Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio, die letzte für heute. Dann muss ich erstmal aufhören. So, also für heute, das hat für euch eigentlich, oder für dich, oder hat es eigentlich gar nichts zu bedeuten. Da ist die Lok. Da ist das Ding. Soll der auch für richtig rum sein? Ach du Scheiße, Kohle. Ja. Kohle, ne? Ich glaube, Kohle habe ich jetzt nicht mehr. Nehmen wir doch die hier. Nö. Ja, sieht so aus, als wäre alles so super eingestellt. Das Ding muss gleich losschüsseln. So, und ich hole mir jetzt erstmal Fettmunition. Und dann beginnen wir jetzt endlich mal damit, den Bereich hier zu sichern. Das dürfte jetzt auch... Ich mache jetzt mal wieder richtig hübsch Werbung. Unglaublich spannend werden, weil ich da wohl sehr viel wiederhole. Nö, ich kann ja hier bleiben. Munition sollte eigentlich hier auf der Ecke sein. Ja, ein Panzer hängen geblieben. Ist mir das Ding noch auf den Fuß gerollt. Keine Ahnung. So. Ach man, was soll ich sagen? Ich habe ja gar keine Lust aufzuhören. So, Türme haben wir 34 Stück, das sollte erstmal reichen. Dann, ja, nehme ich noch vielleicht noch ein paar von den roten Dingern mit. Ich brauche noch welche von diesen Signaldingern, die da sind hier. Ja, alle 12. Tja, mindestens 12, wie niedlich. Okay, vielleicht sollte ich mir noch irgendwo Draht mitnehmen. Und ein paar grüne Dingers. Dafür brauchen wir jetzt irgendwie Schienen gar nicht mehr so sehr. Obwohl natürlich das mit den Schienen, das geht ja oben, dann, das geht ja da unten im Süden noch weiter. Wir haben ja bis jetzt einen Bahnhof da gebaut, aber das wird ja noch weiter ausgebaut. Das ist ja noch nicht das Ende. So. Kupferdraht hatten wir, meine ich, hier irgendwo. Auf Halde, oder? Ich muss es mal wieder sehen können. Da. Aber ich meine, wir hatten noch irgendwo mehr Kupferdraht. Wie immer das da hingekommen ist. Okay, dann machen wir mal schnell eine Anbieterkiste draus. Und dann sollte das irgendwie nicht ganz so eingeschränkt werden. Warum der jetzt allerdings... Oh Mann. Mist. Da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. So, deswegen sind wir hier gekommen, deswegen sind wir hier gekommen. Können wir noch ein paar von den Dingern hier bauen. Kurz mal geguckt, ob das auch wirklich der richtige ist. Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen Draht mitnehmen. Keine Ahnung, wo der jetzt ist.
Den habe ich auch irgendwo bestimmt auf Halde gelegt, aber wie gesagt, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Und wir haben noch 104. Ich wollte jetzt tatsächlich so rumfahren. So, der zweite Zug ist gerade eingefahren. Wahrscheinlich schon das zweite Mal, aber jetzt habe ich es gerade mitgekriegt. Herrlich. So, dann werde ich mal anfangen unten. Ah, ich wollte noch irgendwas mitnehmen. Irgendwas wollte ich noch mitnehmen. Erde. Ich wollte noch Erde mitnehmen, damit ich den letzten von den Solarpanels noch legen kann. Unglaublich. Ich habe tatsächlich dran gedacht. Ich habe übrigens ein bisschen Angst gekriegt. Ich habe gerade gesehen, meine Datenrate. Ich habe ja meine Bitrate habe ich ja dermaßen runtergedreht. Und jetzt ist mein Video so verdammt schmal geworden, dass ich echt jetzt ein bisschen Angst habe, dass das eine Scheißqualität geworden ist. Deswegen habe ich die jetzt wieder hochgedreht, ein bisschen. Und ich habe jetzt nach 6 Minuten noch kein Problem mit dem Codec. Habe jetzt auch einiges gemacht. Wie gesagt, Grafikkartentreiber habe ich nochmal aktualisiert. Das ist immer gut. Vielleicht war es das. Aber es ist halt irgendwie witzig. Also schon im Idle. Also ohne dass halt mein, dass ich irgendwas aufnehme oder so, läuft OBS halt auf der Grafikkarte mit 40%. Also 40% der Grafikkartenleistung von meinem Aufnahme-PC sind weg, ohne dass mein PC irgendwas aufnimmt. Das ist krass. Das liegt aber höchstwahrscheinlich daran, dass ich ja ich nehme ja, es ist ein bisschen blöd, auf einem 16:10 Monitor auf und konvertiere das dann auf 16:9. Das kostet natürlich dann auch wieder Power, und das sind dann wahrscheinlich die 40%, und dann die fehlen mir natürlich dann bei der Aufnahme. Ist echt ein bisschen kacke. So, ich denke mal, ich fange einfach mal irgendwo an. Ich glaube, ich mache das erstmal so. Das ist ein Abstand, bei dem ich behaupte, dass er die größten Angriffe abwehren kann. Die Türme sichern sich gegenseitig. Okay. Jetzt wäre das allerdings ein Wahnsinn. Okay, bevor ich da oben hinrenne, renne ich lieber erstmal zum Panzer. Jetzt ist das natürlich ein Wahnsinn, da jetzt ein riesen Fließband zu machen. Deswegen werde ich das mit verschiedenen Fließbändern machen. Also, ich sag mal irgendwie, es wäre ein Wahnsinn, jetzt ein durchgehendes Fließband zu machen. Deswegen werde ich halt die Fließbänder praktisch unterteilen, sodass halt an verschiedenen Stellen, vielleicht 5 oder 6, immer wieder Aufnahme Stellen für die War da nicht mal ein Turm?
So. Ja, bin mal gespannt. Das ist mein erstes Großprojekt, was das angeht. Ich habe noch nicht die hundertprozentige Idee, wie ich das umsetzen will. Okay, da brauche ich wohl noch ein bisschen mehr. Geil, ey. Das ist auch das erste Mal, dass ich hier so ein bisschen auf der Wüste arbeite. Das habe ich auch vorher noch nicht gemacht. Fuck, daneben. Das erste Mal ausprobiert, das im Lauf zu machen und gleich daneben. Ach, komm schon. Jawoll. Ja, leckst mich am Arsch. Unbelievable. It's unbelievable. Du, 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 du. Egal, lassen wir das mal. Lass mal das bitte. Lass das mal bitte. Entschuldigung. So, okay. It's unbelievable. Na, ich hätte, wollte gerade sagen, oh, jetzt hat er es hingekriegt und dann wieder verkackt. So, und hier sehen wir schon. Das ist nicht möglich so. Weil hier kommt ja jetzt noch ein Greifer hin. Und der Greifer sagt jetzt, ja, Pustekuchen, das läuft so nicht. Das kannst du knicken. Such dir andere Freunde. Kann ich das so machen? Und gleich zwei daneben gesetzt. Herzlich willkommen. Ich muss mir unbedingt merken, wie ich das hier mache, damit ich dann nachher bei dem anderen, wenn das dann halt da hoch geht, hier oben die Grenze, damit ich jetzt da genauso mache. Wenn es denn gut läuft. Also, mal gucken. Ich hätte auch hier irgendwo zwei abgesetzt da. Dem Dödel bin ich jetzt nochmal hier hingerannt. Das war jetzt schlau. Nein, war es nicht. So, jetzt geht's los. Ich kann theoretisch das mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen werde. Aber so ist das. Ist ja nichts Neues, ne? Sunshine, sunshine rain,
Sollte mal vielleicht ein bisschen Musik hören. Nein! Beat ist mir ausgegangen. Echt jetzt? Oh Gott. Okay, ich brauche definitiv money, 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 mehr auf das. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich werde jetzt schön zu Fuß da hochlaufen, damit ich dann mit dem Jeep runterkommen kann. Und, oh, warte mal, jetzt wo ich schon mal hier unten bin, kann ich ja zumindest die Solarzelle fertig machen. Das glaube ich, das ganze Stück. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt nachher der Zug. Kann ich dann in den Zug reinspringen. Aber jetzt besorge ich mir erstmal ein bisschen Erde. The last of us. Hallo? Ist hier ein Zug? Nein. Das ist ja blöd. Immer wenn man mal einen Zug braucht, dann ist er nicht da. So. Frage ist natürlich, wo ist er jetzt? Da steht einer. Jetzt in den Zug reinzusteigen, lohnt sich aber gerade nicht. Das ist aber der andere Zug. Warte mal, ist das der lohnt sich das bei dem anderen Zug? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie weit der da oben ist. Wahrscheinlich hat er irgendwie kurz vorm Bahnhof keinen Sprit mehr. Doch. Weil das Ding ist halt, dass er beim Bahnhof ja aufgetankt wird. Aber sollte so sein. Ich brauche jetzt Bänder. Gerade Bänder. Und zwar richtig viel. Richtig viel. Give me all you have. Warte, ich hoffe, you have eine Menge. Rausschmeißen. Ich hab auch schon alles voll hier. Ey, mir geht's nicht so richtig voran mit meiner Forschung auch, ne? Aber ich habe jetzt echt andere Probleme. Okay. Und der ist jetzt auch finite. Muss ich halt mal ein bisschen drauf achten, dass ich bald auch mal wieder ein bisschen Kupfer nachliefer. Weil sonst das, was ich halt mit dem Eisenerz hatte, ich dann halt mit dem Kupfer haben werde. Digga, zu ist das? Das ist der Zug. Der fährt gleich rechts weiter. Ach warte, ich wollte aber mit dem Jeep hier fahren. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich wollte in die andere Richtung. Ich schwöre. Ich krieg's einfach rückwärts gefahren nicht hin. Ich versuche mir das jetzt echt anzugewöhnen. Scheiße. Ich versuche das jetzt echt zu lernen. Weil es war mir echt lange, lange Zeit einfach völlig Wurst. Ich habe dann einfach gegengelenkt entsprechend. Aber jetzt inzwischen finde ich das schon nicht mehr so schön. Boah. Es hat geleckt ohne Ende. Wenn ich zu weit rauszoome, dann. Boah. Ich komme da gar nicht durch den Wald, oder? Alter, es ist so krass. Ich weiß nicht warum, aber es ist gerade so unglaublich laggy. Denn ich hatte das Gefühl, das habe ich nur mit dem Jeep so. So, schnell raus hier. Oh!
es wird dunkel. Aber das ist, kann natürlich sein, dass es nur mit dem Jeep so ist, weil es ist halt der Jeep, ist halt der einzige, der ne, das Fahrzeug, was halt so schnell läuft, ne, fährt. So, vielleicht wäre das sogar clever, wenn ich hier extra für tatsächlich nochmal Munition baue. Dann brauche ich das ja auch nicht quer durchs Land zu transportieren. Was brauche ich dafür? Oh, ich brauche so viel dafür. Hm. Ja, also ich brauche, theoretisch bräuchte ich ja nur vor Eisen und Kupfer. Oh. Ja, weiß ich noch nicht. So, jeden 5. werde ich jetzt 1, 2, 3, 4, der hier. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann ist er ja da verkehrt. Dann muss er ja hier hin. Und ich habe das Gefühl, dass die Bänder, also dass das Band müsste noch einen weiter hoch. Ja, wie das dann im Einzelnen weiter wird, aussehen wird, das zeige ich dann im nächsten Teil, denn dieser Teil ist leider schon wieder vorbei und deswegen wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg. Wenn es wieder heißt Factorio, dann würde ich dich gerne wieder begrüßen. Tschüss! Gott, war das schleimig. Meine beste Absage. Meine beste Schleimabsage. So, jetzt aber tschüss.